Herzlich willkommen zu unserem vierten Donnerstagsgespräch online, dem digitalen Format unserer Reihe Frauen und Finanzen. In der Vorweihnachtszeit haben wir uns beschäftigt mit dem Thema Schenken. Dazu haben wir die Goldschmiedemeisterin Anja Mettler in ihrem Geschäft Edel und Metall getroffen. Nicole Dembowski ist zertifizierte Generationenberaterin und bietet seit einigen Jahren für unsere Kunden den Generationendialog an. Der Generationendialog ist eine übergeordnete Strategie, die auf die persönliche und langfristige Lebensplanung unserer Kunden basiert. Hier werden gemeinsam die Themen Erbschaft, Vollmachten, finanzielle Unabhängigkeit im Alter, Unternehmensnachfolge und Schenkungen zu Lebzeiten behandelt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Heute im Rahmen von Frauen und Finanzen wollen wir uns ja mal über das Thema Schenken unterhalten. Und wo wären wir da besser aufgehoben als bei Ihnen im Schmuckladen, in diesem netten, kleinen, schnuckeligen Lädchen. Und bevor wir uns über Schenken unterhalten, interessiert mich und natürlich die Zuschauerin brennend, wer sind Sie, wie sind Sie Goldschmiedemeisterin geworden, was treibt Sie an in dem Beruf? Ja, also es ist so, dass ich mein Abitur gemacht habe und nach dem Abitur nicht studieren wollte, sondern mal was Handwerkliches machen wollte und habe mich dann in verschiedenen Handwerksberufen beworben und letztendlich ist es die Goldschmiedin dann geworden und bin auch Gott sei Dank goldrichtig in diesem Beruf. Also mir macht das total Spaß, mit Menschen umzugehen und Menschen zu beraten und zu gucken, dass die Persönlichkeit durch ein Schmuckstück unterstrichen wird. Ne? Handwerklich gesehen habe ich ganz großes Glück gehabt. Ich habe in einer Unikat-Goldschmiede gelernt, sprich es wurde alles von Hand hergestellt. Das war wirklich eine Glückssache. Das konnte ich vorher so nicht wissen, aber habe in Gelsenkirchen in der Goldschmiede Jäger gelernt und habe wirklich von der Pike auf das Handwerk gelernt. Habe dann nach 3,5 Jahren die Gesellenprüfung gemacht und habe dann noch als Gesellin etwas gearbeitet in dem Geschäft und habe mich dann nach ein paar Jahren zur Meisterschule in Münster angemeldet, habe dann in der Tagesschule in 10 Monaten meinen Meister gemacht im Jahr 2000. Ja, das heißt 20-jähriges Meisterjubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und wie kam es dann dazu, dass Sie hier in Schermbeck den Laden dann übernommen haben, glaube ich? Ja, ganz genau. Ich habe nach der Meisterprüfung unsere Kinder bekommen und habe dann, als mein Sohn in den Kindergarten kam, gedacht, ich würde jetzt auch ganz gerne wieder einsteigen, würde gerne ein bisschen was machen und in meinem Beruf ganz gerne ein bisschen arbeiten. Und bin dann zufällig hier in Schermbeck vorbeigekommen in diesem Geschäft, weil ich für meine Schwiegermutter etwas erledigen musste und habe dann den damaligen Chef einfach mal gefragt, können Sie noch Unterstützung gebrauchen? Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann habe ich 2008 angefangen hier zu arbeiten in diesem Geschäft auf 450 € Basis zunächst und habe mich dann hier so, ich sag mal, so reingewurschtelt. Und er war auch ganz dankbar dafür, dass jemand da war, der wirklich fachlich Ahnung hatte, hat sich dann immer mehr zurückgezogen und hat mehr uns Mitarbeiterinnen dann alles überlassen hier und ja, und dann haben wir so ein bisschen den Laden hier auch geschmissen und als er dann ins Rentenalter kam, hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dieses Geschäft hier zu übernehmen. Schön. Ja, und da habe ich mir dann so überlegt, dass das, glaube ich, eine ganz gute Sache war. Ja, ja, das zeigt eigentlich Ihr Werdegang. Man muss als Frau einfach mal mutig sein. Ja. Was mit so einem Minijob anfing, genau, endet dann in einer Selbstständigkeit. Ja. Also toller Weg an der Stelle. Ja, danke schön. Ich habe so, weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich habe so erst gesagt, ja, lass uns doch mal was über das Thema Schenken drehen. Und als ich es dann ausgesprochen hatte und der Termin hier näher rückte, habe ich gedacht, oh, was können wir denn darüber reden, außer was jetzt Ihr und mein Beruf an Schenken so betrifft. Und habe dann so ein bisschen gegoogelt, ich glaube, Sie auch haben im Vorgespräch zusammen festgestellt, habe so ein bisschen gegoogelt und habe dann wirklich festgestellt, Schenken gibt es in allen Kulturen, in jeder Kultur wird geschenkt
Und Schenken ist einfach eine Form der Kommunikation, der Wertschätzung des anderen gegenüber. Und dann habe ich so weitergeguckt, was ist denn überhaupt ein gutes Geschenk? Und da waren eigentlich zwei Punkte, die genannt wurden. Ein gutes Geschenk ist eine kleine Form von Luxus und es sollte längere Zeit Freude bereiten. Ja. Und da ist sicherlich schöner Schmuck, eine schöne Uhr, genau das Richtige. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Schenken und Geschenken aussuchen? Sie können da doch bestimmt einiges zu erzählen. Ja, klar. Also es ist so, dass grundsätzlich gibt es ja so unterschiedliche Typen beim Geschenke aussuchen. Es gibt Männer, die recht schnell entschlossen sind. Es gibt Frauen auch, die recht schnell entschlossen sind. Und es gibt natürlich auch die Leute, die einfach relativ viel Beratung brauchen, was natürlich auch sehr schön ist, wenn man so ein Geschenk entwickeln kann. Wenn man denjenigen fragt, der schenkt, wie die Person, die beschenkt wird, was das für ein Typ ist. Also ich frage dann die Männer auch immer ganz gerne, wenn sie herkommen und ein Geschenk für ihre Frau suchen, ist ihre Frau sportlich oder ist sie eher verspielt? Und so kann man dann natürlich ganz schön entwickeln, in welche Richtung es geht. Ne? Mhm. Männer sind allerdings oftmals recht schnell entschlossen, denen legt man irgendwas hin und die sagen, das ist es. Mhm. Und bei Frauen kann das dann auch schon mal öfter passieren, dass sie dann auch nochmal hier gucken und nochmal da gucken. Also Frauen sind da schon, brauchen oft etwas länger, was natürlich überhaupt kein Problem ist. Ne? Ja, und auch, man kann sich auch ganz individuell ein Schmuckstück bei Ihnen anfertigen lassen. Das kann man natürlich auch. Also. Ne? Man kann sich komplett ein Schmuckstück von der Pike auf anfertigen lassen. Wenn man bestimmte Vorstellungen hat, mache ich dann gerne auch verschiedene Entwürfe, Zeichnungen und kann dann eben auch mit den Kunden das gemeinsam entwickeln. Oder es kommen auch Kunden, die haben schon ein Schmuckstück, ein ererbtes Schmuckstück zum Beispiel, was dann eventuell umgearbeitet werden kann. Ne? So, da hängt dann noch das Herz dran, vielleicht von der Oma oder von der Mutter. Und das kann man dann umarbeiten und da werden dann oft auch aus Schmuckstücken, die eigentlich jetzt gar nicht mehr zeitgemäß sind, werden dann schöne, zeitgemäße, tragbare Schmuckstücke. Ja. Das geht auch. Also da ist im Prinzip aus handwerklicher Sicht sind da keine Grenzen gesetzt. Mhm. Ja. Und wir sind ja jetzt so im November, Weihnachten steht vor der Tür. Ist Weihnachten schon so, wie empfinden Sie das, ist Weihnachten schon so der Monat, wo man sagt, boah, da werden besonders viele Geschenke ausgesucht oder Valentinstag oder zieht sich das so über das ganze Jahr durch? Also Weihnachten ist natürlich schon ein ganz großes Thema, muss man sagen. Die meisten Geschenke werden zu Weihnachten gemacht. Aber früher war es so, dass es sich wirklich auf Weihnachten konzentriert hat. Aber es werden mittlerweile auch das ganze Jahr über Geschenke gemacht. Mhm. Das ist auch ganz schön, dass es nicht mehr nur so geballt auf Weihnachten ist, sich konzentriert, sondern dass es auch sich über das ganze Jahr hinweg zieht mit den Geschenken. Valentinstag wird, glaube ich, hier gar nicht so sehr gefeiert. Das merke ich gar nicht so sehr, dass dann besonders viele Leute kommen. Es sind Geburtstage oder Hochzeitstage, wo gerne geschenkt wird. Ne? Ja, solche besonderen Anlässe eben. Ja. Jetzt mal eine ganz andere Frage losgelöst. Wie ist das, wenn Sie Geschenke aussuchen? Wo legen Sie besonderen Wert drauf? Ich versuche mir natürlich immer so ins Gedächtnis zu rufen, wenn ich schenke, was derjenige, der beschenkt wird, was der Geschmack desjenigen ist und versuche meinen Geschmack immer so ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Natürlich fließt der automatisch immer mit ein, aber es kann auch durchaus sein, dass ich Sachen schenke, die ich mir selber gar nicht kaufen würde, sondern wo ich wirklich dann den Wert drauf oder den Fokus drauf lege, wie die Person, die ich beschenke, wie die tickt. Ne? Ich denke, das ist auch, also so handhabe ich das auch, dass ich immer versuche zu überlegen, womit könnte man dem anderen wirklich eine Freude machen. Und ich glaube, das ist auch so beim Schenken das Wichtige, dass man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt und wirklich überlegt, wo würde sich denn der andere
drüber freuen. Wir haben uns ja auch gerade vorab so ein bisschen unterhalten und haben ja beide gesagt, man ist auch als Schenker so ein bisschen aufgeregt, wenn der andere dann das Geschenk auspackt, weil man hofft, dass es das Richtige ist und dass derjenige sich auch drüber freut. Ja. Dann ein großes Thema beim Schenken ist ja auch immer, wenn einem nicht so das Richtige einfällt oder wenn man die Person vielleicht gar nicht so gut kennt, Geld oder Gutscheine schenken. Ja. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Das finde ich eine sehr gute Lösung und da finde ich natürlich hier in Schermbeck ganz besonders gut, dass es diesen Schermbeck-Gutschein gibt. Der wird auch wirklich sehr gut angenommen und ich erfahre immer wieder von Kunden, dass sie sehr gerne mit diesem Schermbeck-Gutschein hier zu mir kommen und sagen, da habe ich mir zum Geburtstag von verschiedenen Leuten speziell diese Schermbeck-Gutscheine gewünscht und lassen sich dann eben von verschiedenen Personen oder verschiedenen Personengruppen Gutscheine schenken und können die dann hier bei mir im Geschäft einlösen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung, finde ich. Ne? Vor allen Dingen, weil man mit diesem Schermbeck-Gutschein ja auch nicht festgelegt ist, in welches Geschäft man geht, sondern man kann ja, ja. wirklich hier auch in verschiedene Geschäfte gehen. Ne? Das ist also schon toll, finde ich. Ich finde einen Gutschein auch immer schön, ja. wenn ich ein Geschenk kriege. Ja. Weil dann denke ich, okay, ich kann mir was aussuchen, was zu mir passt, was mir gefällt. Genau. Und ich bekomme auch gerne Gutscheine geschenkt. Also ja. ich freue mich immer, wenn ich was geschenke, wo sich jemand Gedanken gemacht hat und sagt, das könnte ihr gefallen. Aber ich freue mich auch genauso gut über einen Gutschein. Ich sehe es nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass man es bei der Überreichung vielleicht noch schön verpackt Nettes dabei macht und nicht einfach nur so, hier ist der Gutschein. Ganz genau. Ja, das stimmt. Ja, haben Sie Tipps zum Schmuck verschenken? Vielleicht jetzt noch so, vielleicht guckt auch der ein oder andere Mann zu, der kann vielleicht noch einen guten Tipp gebrauchen für ein Geschenk. Also Tipps, es ist natürlich immer schwierig, Tipps zu geben, weil natürlich das Budget der Leute auch sehr unterschiedlich ist. Aber es gibt jetzt aktuell gerade für jüngere Leute eine neue Schmucklinie. Das ist also ein neuer Sammelschmuck von der Firma Xenox und die bieten an, dass man Basis-Armbandkette oder Ohrringe kauft und in diese Basisteile verschiedene Anhängerchen einhängen kann, die eben bestimmte Bedeutungen haben. Zum Beispiel, dass man auf eine bestimmte Begebenheit hinweist oder ein Herz, wo ein Buchstabe eingraviert ist, einhängen kann und was man auch dann wieder erweitern kann. Also dass man schenkt im Prinzip ein Basisteil und kann dann immer wieder mal zum Geburtstag oder zu kleinen Anlässen etwas dazu schenken und hat eben auch noch die Möglichkeit, das wiederum vom Armband in eine Kette einzuhängen oder von einer Kette dann wiederum in Ohrringe einzuhängen. Das ist eigentlich eine sehr schöne, flexible Lösung für ein sehr schönes Geschenk, finde ich. Und ansonsten denke ich, so wie Sie es gerade auch schon erzählt haben, wie Sie gesagt haben, Sie fragen nach, derjenige, der beschenkt werden soll, ist der sportlich, was trägt der sonst für ein Metall, also ist es eher ein Goldträger oder eher ein Silberträger. Ja. Und also wer ein Geschenk sucht, soll einfach zu Ihnen kommen und Sie stellen dann schon die richtigen Fragen, um das richtige Geschenk rauszufinden. Ja. Und was mir ganz wichtig ist, dass das immer unverbindlich ist mit der Beratung, dass also ich niemandem böse bin, wenn der hier aus dem Geschäft rausgeht und nichts gefunden hat. Was ist immer ganz wichtig, finde ich, dass die Menschen dann auch gerne kaufen und wenn sie auch mal nicht gekauft haben, trotzdem gerne wiederkommen. Ja. Und nicht das Gefühl haben, ich bin jetzt hier nicht fündig geworden, sondern ich darf da jetzt nicht mehr reingehen oder so. Also die sollen immer gerne unverbindlich fragen und werden auch immer gerne unverbindlich beraten. Ne? Und was man auch nicht vergessen darf, ist, man darf sich auch gerne, wie Sie sagten, selber beschenken. Das darf man natürlich immer und das macht ja auch Spaß. Ja, ich habe bei Schmuck immer ganz viel Frauen im Kopf. Ja. Ne, weil Frauen tragen ja mehr Schmuck, Ohrringe, Ketten, Ringe. Bei Männern ist es auch
dass der eine oder andere eine Kette trägt oder einen Ring, abgesehen vom Ehering. Aber wie sehen Sie das bei Männern? Sind es eher Uhren oder... Ja, Männer sind natürlich gerade so die etwas ältere Generation, beschenkt sich natürlich selber gerne mit Uhren oder bekommt auch gerne Uhren geschenkt. Aber es gibt auch einige Männer, die gerne Schmuck tragen. Mhm. Also Ketten werden immer gerne getragen, Armbänder und auch Ringe. Mhm. Ja, also es gibt doch eine nicht ganz kleine Anzahl von Männern, die auch gerne Schmuck tragen, ja. Ja, und Schmuck als Wertanlage, also ich kann mich daran erinnern, meine Kollegin und ich haben vor vielen Jahren im Rahmen von Frauen und Finanzen mal einen Vortrag zu Gold gehalten. Ja. Und es ist mir einfach in Erinnerung geblieben, dass das meiste Gold bei den indischen Frauen ist, ja. Als Wertanlage, als Altersabsicherung. Gibt es auch Kunden, die in den Laden kommen und sagen, kauf mir eine Uhr und sehe das für mich vielleicht als Wertanlage oder ich kaufe mir eine tolle Kette, weil ich es halt anlegen möchte, das Geld. Ja, also ich glaube, das gibt natürlich bestimmt die Kunden, die so denken, aber die allermeisten Kunden haben das, glaube ich, nicht im Hinterkopf. Also die möchten sich wirklich gerne einfach was Gutes tun oder sich schmücken. Und das ist ja auch schon ein ganz, ganz uraltes Bedürfnis von Menschen. Das gab es ja schon zu ganz alten Zeiten, dass Menschen sich geschmückt haben, mit Ketten ausgestattet haben. Es ist auch als Wertanlage, muss man ganz klar sagen, natürlich Gold ist eine Wertanlage, wenn sich jemand in den 60er Jahren ein dickes Goldarmband gekauft hat und verkauft das heute, kann er dann natürlich einen richtigen Gewinn mitmachen, einfach weil der Goldpreis so extrem gestiegen ist. Aber jetzt zum Beispiel Brillanten als Wertanlage eignen sich meiner Meinung nach nicht großartig, weil die Brillantpreise sehr, sehr stabil sind. Das heißt, die steigen auch nicht. Und wenn ich jetzt mir einen Brillanten kaufe, ich sag mal von einem Karat, dann ist da immer noch die Diskrepanz von Einkauf und Verkauf. Das heißt, wenn ich den hinterher wieder verkaufe, habe ich immer einen also keinen Wertverlust, aber einen Geldverlust. Ja. Ne? Und bei Gold ist es eben so, dann würde ich allerdings auch eher einen Goldbarren kaufen, wenn ich jetzt denke, ich hoffe darauf, dass der Goldpreis noch weiter steigt, dann würde ich kein verarbeitetes Gold, sondern einen Goldbarren kaufen. Weil bei Schmuck ist es immer noch der Verarbeitungswert, der natürlich auch noch mit ins Schmuckstück einfließt. Und das ist ja nicht ganz unerheblich, wenn ich ein aufwendiges Schmuckstück kaufe, dann zahle ich natürlich auch immer die Arbeitskosten, die da mit drin stecken. Und die bekommt man natürlich hinterher nicht wieder. Ne? Stimmt, ja. So, jetzt habe ich ja ganz viele Fragen zum Thema Schenken beantwortet. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ob Sie als Banker auch mit diesem Thema konfrontiert werden, mit dem Thema Schenken. Ja, auch in der Bank ist das Thema Schenken ein Thema. Und zwar bin ich Generationenberaterin. Das heißt, ich berate die Kunden in der Vorsorgeplanung. Und da ist halt ein Themengebiet, wie will ich die Werte, die ich in meinem Leben erschaffen habe, weitergeben? Will ich das schon zu Lebzeiten verschenken mit der warmen Hand? Oder will ich es erst testamentarisch im Falle meines Todes weiter verschenken? Und da ist Schenken halt ein Thema, weil es gibt halt durchaus Möglichkeiten, das ein bisschen zu gestalten und zu variieren. Zum Beispiel gibt es Schenkungsfreibeträge. Ehepartner haben zum Beispiel einen Schenkungsfreibetrag von 500.000 Euro. Und jedes Kind kann 400.000 Euro von jedem Elternteil geschenkt oder vererbt bekommen. Und bei einem großen Vermögen ist es durchaus sinnvoll, da rechtzeitig in die Planung zu gehen und dann auch mit der Zeit zu gestalten, dass man ein großes Vermögen einfach über einen längeren Zeitraum verschenkt und so die 10 Jahresräume immer gestaltet. Und ja, in der Bank, da wird natürlich kein Schmuck verschenkt, sondern die Dinge, die bei uns verschenkt werden, sind Geld, Vermögenswerte. Wenn beispielsweise auch ein Kind ein Haus baut, dass Eltern sagen, Mensch, ich will was schenken und da können wir auch beratend zur Seite stehen.
Aber ein großes Thema ist halt auch in der Generationenberatung die Immobilie. Wie gebe ich die denn halt weiter? Oder wenn ich ein Unternehmen habe, so wenn Sie vielleicht mal in vielen Jahren dann auch in Rente gehen möchten, dass Sie halt überlegen, möchte ich vielleicht mein Unternehmen verschenken an eins meiner Kinder, was es weiterführt. Und da gibt es halt ganz interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel bei einer Immobilie kann man einfach nur rein schenken. Oder man kann ja auch sagen, ich verschenke die Immobilie, aber ich möchte weiterhin den Nießbrauch behalten. Also wenn ich zum Beispiel eine Immobilie habe, in der ich selber wohne, dass ich da weiter drin wohnen kann. Dass zwar meine Kinder oder derjenige, den ich da schenke, die Immobilie als Eigentümer bekommt, aber ich halt weiter die Immobilie nutzen kann. Oder wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, dann übertrage ich das schon mal meinen Kindern, verschenke das, habe die Arbeit in der Regel nicht mehr am Hals, muss keine Nebenkostenabrechnung mehr machen, aber ich kann mir weiterhin den Nießbrauch an den Immobilien oder an den Mieten halten. Das ist so ein Punkt. Oder bei der Unternehmensnachfolge verschenkt man halt oder verkauft gegen Vorsorgeleistungen, dass man halt monatlich eine Altersvorsorge aus dem Unternehmen bekommt. Und da kann man ganz viel gestalten und das mache ich in der Bank mit meinen Kunden, die das gerne mit mir machen möchten. Und da ist wirklich Schenken ein großes Thema oft. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Ja, gibt es irgendwie ein Geschenk, an das Sie sich besonders erinnern können oder was besonders gut, was besonders schlecht war? Fällt Ihnen da so spontan ein? Wir haben es nicht abgesprochen. Also was für mich ein ganz, ganz tolles Geschenk war und was ich auch immer in Ehren halten werde, ist, das war auch relativ eine große Überraschung für mich, das Meisterstück, was ich in der Meisterschule angefertigt habe, habe ich eigentlich für meine Mutter gemacht. Oh, okay. Es ist ein Collier aus 750er Gelbgold mit Perlen. Und das habe ich also wirklich gestalterisch auf meine Mutter zugeschnitten. Und im Nachhinein, als ich dann ihr das quasi nach der Meisterprüfung übergeben habe, hat sie es mir zurückgegeben und hat gesagt, das möchten wir dir schenken. Oh. Und das war ich sehr gerührt, muss ich sagen. Und bin ich beim Zuhören trage das auch nach wie vor sehr gerne. Ja. Und halte das wirklich in Ehren. Und das hat natürlich für mich eine doppelte Erinnerung. Einmal eben, dass ich die Meisterprüfung gemacht habe und dann eben im Besonderen, dass meine Eltern mir das geschenkt haben. Ne? Ja, das ist dann wirklich ein besonderes Geschenk. Ja, auf jeden Fall. Wieder zurückzubekommen. Ja. Ja, dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit, für das angenehme Gespräch. Ja, danke schön. Ja, und noch eine gute Zeit.